Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist Herbst in der Wiese und richtig schöner Herbst. Jetzt geht die Sonne langsam etwas unter. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen was gearbeitet, was erledigt werden musste hier in der Wiese. Weil auch im Herbst fallen natürlich so ein paar Arbeiten an. Zum Beispiel hatten wir hier im Sommer einen richtig heftigen Sturm. Gleichzeitig waren natürlich die Apfelbäume voller Früchte. Das war, ja, es ist halt, wie soll man sagen, Windhose, Tornado. Ich blende euch mal ein Bild ein. Also das war eine richtig heftige Nummer, ist hier quer übers Dorf gefahren und hat hier natürlich auch für einen gewissen Schaden gesorgt. Den Bienen geht's gut, da ist nichts passiert. Ich bin also direkt danach hierher gefahren. Ist aber alles gut, Gott sei Dank. Die Deckel sind ja halt gesichert und deswegen ist nichts passiert, aber ein paar Äste hat es abgebrochen. Naja, und die habe ich dann mal entsorgt bzw. weggeräumt. Schaut euch das an. Ja, der Sturm ging ja sehr punktuell über unser Dorf hinweg, ebenso in der Wiese. Das heißt, ich habe so eine richtige Schneise da drin, wo die Äste abgerissen waren und wo es auch einen Baum umgelegt hat. Und im anderen Bereich war alles okay. Hier trage ich sie dann halt zusammen und hier kommen die Äste in so eine Totholzhecke. Da kommt halt alles, was ich abschneide oder was halt so abfällt, das kommt auf diesen Haufen. Das presse ich natürlich im Laufe der Zeit immer noch mal wieder zusammen. Und es bietet zum einen so ein bisschen Schutz, dass die Hunde nicht so einfach in den Bereich laufen können, wo die Johannisbeeren sind, die Himbeeren und die Stachelbeeren. Und zum anderen ist es natürlich so, dass sich dort ganz viele Insekten ansiedeln können. Egal, ob es jetzt Spinnen sind oder was es sonst noch so alles da gibt, was da so rumkreucht. Das ist eigentlich ganz hilfreich. Natürlich finden die Vögel da dann auch wieder ein bisschen was. Also so eine kleine Totholzhecke, die ist für alle Tiere eine ganz feine Geschichte. Sollte man auch immer haben, finde ich. Das Gelände ist, da geht da so ein bisschen abschüssig runter, sieht man. Deswegen fällt jetzt die Hecke nicht so auf. Aber im Laufe der Zeit wird sich das deutlich erhöhen, denke ich. Was gibt's denn generell noch so hier zu sagen? Ihr wisst ja, ich habe hier die Rico hierher. Och Mann. Wenn man mal da ist, ja, dann dreht der Hund wieder durch, weil wenn ich denn hier in der Wiese bin, dann kommen auch hin und wieder Besucher. So auch jetzt. Deswegen gibt es jetzt einen kurzen Break und ich bin gleich wieder da. So, der Besuch ist wieder weg. Jetzt wird es aber auch schon langsam dunkel. Das heißt, wir müssen gleich nochmal einen Schwung hier in die Wiese machen. Ein paar Bilder habe ich ja schon gemacht. Schauen wir zum Beispiel mal, die Vogelkästen gucken wir uns gleich von außen mal ganz kurz an, ob sich da was getan hat. Dann schauen wir nochmal vor das Flugloch. Da habe ich einfach mal die Kamera zwischendurch mal laufen lassen. Da ist auch reger Flugbetrieb. Trotz des Wetters, es ist einfach zu warm und das macht mir Sorgen, weil irgendwann wird es schlagartig kalt. Futter, Thema, ihr wisst, bin ich ein bisschen sensibilisiert inzwischen, deswegen muss ich da ein genaues Augenmerk drauf haben. Also, schaut euch mal die Bienen an. Hier werfen wir mal einen Blick vor das Flugloch. Im Augenblick ist trotz der, wie viel Grad haben wir es? Wir haben es irgendwo zwischen 10 und 15 Grad, die Bienen fliegen. Wir haben derzeit Polleneintrag in den ganzen Bienenvölkern, die fliegen also alle, so wie jetzt, so wie dieses Jahr auch. Nicht viel, aber es wird ein bisschen geflogen. Und das ist natürlich auch jetzt immer noch schön anzusehen. Ihr seht diesen Stein, den ich davor auf das Flugloch gestellt habe. Er dient eigentlich dazu, das Flugloch zu verkleinern. Grundsätzlich zu verkleinern. Warum ich das mache, habe ich in anderen Videos schon mal erklärt. Wir werden das im nächsten Jahr nochmal thematisieren, weil das sich dann so bestätigt, wie der Herr Dr. Sili sich das auch in Referaten rüberbringt. Und das wollen wir natürlich uns dann nochmal genauer angucken. Dieser Stein hat noch einen Nebeneffekt, den ich beobachten konnte. Zum einen halten sich die Bienen da sehr, sehr gerne drauf auf. Sie wärmen sich auf. Gerade morgens oder auch mal gerne abends. Ist natürlich ein bisschen trockener und der speichert Wärme, das kann man sich sicherlich vorstellen.
besser als unten das etwas feuchte Holz. Und dann habe ich festgestellt, dass sie halt sehr gerne in diesem, ja, in diesem dunklen Bereich hinter dem Stein einfliegen. Das machen sie, egal ob jetzt im Herbst oder das haben sie auch im Sommer gemacht, wo das Volk sehr stark war. Das mit dem Stein werden wir im nächsten Jahr nochmal duplizieren an einer zweiten Beute. Und werden mal gucken, ob die Ergebnisse das gleiche sind, ob das duplizierbar ist oder ob die Beobachtung, die ich diesem Jahr dann machen konnte, ob das rein zufällig ist. Das schauen wir uns im nächsten Jahr nochmal an und auch dann erst bewerten wir, ob das, was für Effekte das auf das Bienenvolk hatte. So, und als nächstes gucken wir jetzt mal vor die Vogelkästen. Da haben wir ja einen ganzen Haufen von gebaut. Die hatte ich allerdings etwas spät aufgehängt. Deswegen haben nicht so viele Vögel da ihr Nest drin gebaut. Aber dieses Jahr hängen sie ja schon jetzt da, das heißt auch im Winter. Im Winter gehen die Vögel auch mal gerne rein, um sich ja, vor Wind, Schnee zu schützen oder vor der Kälte zu schützen. Und wenn man schon da ist, dann bleiben die Männchen auch gerne mal direkt in der Nähe, um das dann als Bruthülle anzubieten. Schauen wir mal rein. Na, also hier kann man zum Beispiel sehen, so, da dran ganz klein, da hängt noch eine Feder draußen, eine ganz kleine Feder. Da könnte es also sein, dass da Vogel drin genistet hat. Hier war auch ein Meisenmännchen auch unterwegs. Bei den beiden Kästen allerdings, ich weiß nicht, ob wir das rein ankriegen. Mal gucken, ob wir da irgendeine Schärfe hinkriegen. Leider nein. Na gut, das macht aber nichts, denn diese beiden Kästen werden wir in einem späteren Video öffnen, weil da waren natürlich auch Bewohner drin. Ja, und die, was sie da drin gemacht haben, das gucken wir uns noch mal im anderen Video an, weil da haben wir noch einen anderen Vogelkasten, den wir dann auch noch mal aufmachen werden. Dann hier zu dieser ganzen Batterie hier. Hier kann man jetzt von außen, im Gegensatz zu denen da drüben, jetzt mal nicht erkennen, ob da was drin war. Doch, da war was drin. Da ist was drin. Oder war was drin. Da war was drin. Da war was drin. Ja, also, man sieht, es war was drin, wenn man durchs Flugloch guckt. Aber was da drin war, das zeige ich euch dann in einem nächsten Video mit den anderen Kästen zusammen. Wird bestimmt lustig. Also meine lieben Freunde, hier stehen wir vor einem Apfel. Nein, ich habe zwar gerne recht, aber leider muss ich gestehen, was heißt leider, zugunsten einiger muss ich gestehen, das hier ist ein Birnenbaum. Nicht nur der, sondern auch noch der zwei dahinter, einer schräg dahinter und da drüben ist noch einer. Der Punkt ist, in den letzten Jahren gab es hier keine Birnen, die haben nicht getragen, die Bäume. Deswegen hatte ich das nicht im Fokus. Ich hätte aber drauf kommen können, wenn man genau hingeguckt hätte. Habe ich aber nicht. Ja, deswegen haben wir die Situation, ihr habt recht, ich muss mich bei euch entschuldigen für diejenigen, die ich unter dem Video so ein bisschen süffisant geantwortet habe. Also, alles gut, ihr habt recht, ich muss mich bei euch entschuldigen, das tue ich hiermit. Entschuldigung, natürlich, hier sind ein paar Birnbäume in der Wiese und ja, in den Unterlagen stehen sie nicht drin. Jetzt wissen wir es besser und nächsten Jahr wissen wir es noch besser und hoffen, dass das nächste Jahr das Wetter das zulässt, die Witterung das zulässt, dass wir wieder ordentliche Birnen drauf sind, weil die waren ganz lecker. Ich habe euch ja in einem der Videos davor gesagt, dass es auf diesem Kanal einige Projekte nicht mehr geben wird, weil ich dafür keine Zeit habe einfach. Ich kann nicht alles machen und es gibt halt auch viele andere Kanäle, die bei dem Thema wie hier, nämlich Garten, viel, viel besser sind, die davon viel mehr Ahnung haben, sich darauf spezialisiert haben und euch da wirklich viel mehr erzählen können. Für mich ist das halt so, ich mache hier so mein Ding. Zeige euch das. Naja, aber es ist halt so, die Zeit, gerade in diesem Sommer zum Beispiel, ich hatte sie einfach nicht. Wenn in diesem nächstes Jahr die Zeit wieder kommen sollte, dass ich dann mehr Zeit habe,
kann man drüber nachdenken, aber wie gesagt, in diesem Falle ist es halt so, dieses Projekt werde ich nicht weiterführen. Ich werde allerdings die Pflanzen, die hier reingekommen sind, die werde ich zu mir nach Hause holen, werde ich umsetzen. Ja, und dann ist halt noch eine Sache, weswegen ich bei diesem Projekt ein bisschen immer Depressionen hatte. Denn du hast hier gearbeitet und gearbeitet und es ist nichts übrig geblieben, denn entweder waren die Hühner bei, die waren ja lieb, oder es waren die Schnecken bei, oder es waren die Rehe dabei. Also es wurde immer alles aufgefressen, das war schön für die anderen, aber für Bienenbär ist nichts übrig geblieben. Deswegen macht es auch keinen Sinn, hier weiter über Gemüse nachzudenken. Obst ist was anderes, aber Gemüse macht hier überhaupt keinen Sinn, hier weiter drüber nachzudenken. Das habe ich jetzt 2 Jahre gemacht, 2 Saisons habe ich jetzt durchgearbeitet. Das macht hier keinen Sinn. Es gibt aber eine Idee, wie ich das Ganze nach Hause auf der Terrasse bringen kann. Da muss ich mich aber erstmal reinarbeiten und ob das ein Projekt wird, was ich dann auf Video banne, weiß ich auch noch nicht. Das sehen wir dann. Das sehen wir aber auch erst dann im nächsten Jahr. Jetzt haben wir den Kopf erstmal frei für andere Sachen, die jetzt einfach auf dem Zettel stehen und die wir jetzt mal mit abarbeiten. Ja, Daniel, hier haben wir deine Brombeere oder eine deiner Brombeeren sehr gut angewachsen. Siehst also auch unter dem Laub, überall sind die Triebe, gehen die auseinander. Das klappt also ziemlich toll. Ich freue mich aufs nächste Jahr mit den Brombeeren. Die taucht hier irgendwie auf, diese Pflanze. Kann das eine Lilie sein? Weiß das jemand? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, ihr Lieben, hier seht ihr ja hinten noch den alten kleinen Hühnerstall oder alt in Anführungsstrichen. Und wir haben ja drüben noch den mobilen. Da haben wir ja die Achse abgebaut für den Fahrradanhänger. Das heißt, der ist gerade aufgebockt, ist aber nicht schlimm, weil im Augenblick sind ja keine Hühner da. Also einige von euch haben es ja mitbekommen. Im Sommer war der Fuchs da, hat sich alle Hühner geholt. Das waren traurige Situationen für alle. Aber leider ist es so, dass das ging jetzt lange Zeit gut. Ein Jahr lang ging das hier wunderbar. Und jetzt hat der Fuchs, der normalerweise hier nicht so gerne hinkommt, weil hier auch viele Hunde sind, er muss sich zu ungestört gefühlt haben. Ich war ja auch relativ wenig in der Wiese mit meinem Hund zusammen. Dann hat er alle Zeit der Welt gehabt. Also das war schade. Deswegen haben wir im Augenblick keine Hühner. Ich habe auch, also es wurden mir von euch ja einige Hühner angeboten aus eurem Kreis der Zuschauer, um das dann hier wieder in Gang zu bringen. Das habe ich abgelehnt, also dankend abgelehnt. Danke für die Angebote. Aber es nützt jetzt nichts, wenn ich gleich danach wieder neue Hühner reinsetze. Der Fuchs hat sich daran gewöhnt, dass er hier was findet. Und dann würde er die neuen auch gleich holen. Das möchte ich natürlich überhaupt nicht. Wer will das schon? Und deswegen habe ich in den sauren Apfel gebissen und habe gesagt, okay, zum Wohl der Tiere lassen wir das Thema Hühner hier im Freilauf erstmal bleiben. Was schade ist, denn die Hühner haben sehr gute Arbeit geleistet. Dort, wo sie hauptsächlich unterwegs waren, haben sie die Zaunwände ganz gut weggekratzt. Das hat ganz gut funktioniert. Ist natürlich eher punktuell, nicht auf der ganzen Fläche. Das zweite ist, dass sie in dem Bereich, wo sie hauptsächlich unterwegs waren, da war die Schneckenpopulation auch nahe Null. Also wirklich sehr, sehr wenig. Ja, das wird natürlich jetzt von außen wieder ein bisschen einsickern. Aber da ich ja damit gar nichts mehr machen will, ist es auch in Ordnung, dann soll mich die nicht letztendlich weiter stören, weil Gartenthemen verlege ich auch zu mir nach Hause. Das habe ich dann auch direkt vor der Nase, kann ich viel flexibler darauf reagieren und da habe ich auch dieses Schneckenproblem nicht so wie hier. Ja, hier haben wir ja einen Johannisbeerstrauch. Den habe ich gut durchwurzeln lassen, bevor ich den eingepflanzt habe. Das funktioniert besser als diese ganz wenig bewurzelten Ableger. In diesem feuchten Boden scheint das nicht so gut zu funktionieren. Hier auch gut durchwurzelt, vorgetopft. Das ist eine Stachelbeere. Auch das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Die ist gut angewachsen und hat auch schon Früchte gehabt. So,
Jetzt wird das aber langsam kühl, denn die Sonne geht auch unter. Ja, es geht halt stark auf den Winter zu, obwohl die Temperaturen ja noch was ganz anderes sagen. Aber ich befürchte, ohne jetzt in irgendeinen Kalender reingucken zu müssen, das wird wieder von 10, 12, 13 Grad schlagartig in den Bereich der 0 Grad gehen oder drunter. Wollen wir mal schauen, wie der Winter wird. Das wird spannend. Gut, ihr habt gesehen, was hier in der Wiese im Augenblick so ist. Wir konnten ein bisschen was klären, ein paar Fragen, die offen geblieben sind. Die haben wir dann auch beantwortet, denke ich. Wir haben noch einen Ausblick auf ein anderes Video, was wir dann in zukünftiger Kürze dann auch noch machen. Und wo wir dann gemeinschaftlich alle mal reingucken, was denn da so für Bewohner drin sind. Ja, gut. Ich glaube, das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt euch lieb. Habt die anderen lieb. Euer Bienenbär. Habt euch lieb. Bis dann. Tschüss.